willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Josie und heute spreche ich mit euch über meinen Lesemonat Mai. Aktuell ist es schon wieder mehr als der halbe Juni rum und ich hätte jetzt gerade eben Lust, über Bücher zu sprechen. Ich war jetzt die letzten Wochen nicht so aktiv hier auf YouTube und bin seit einigen Wochen, vielleicht eher Monaten, nicht so richtig aktiv auf Instagram. Und manchmal vermisse ich das sehr, wie zum Beispiel jetzt. Und jetzt habe ich Lust, mich über Bücher auszutauschen, alles in allem. Ja, habe ich da aber aktuell nicht so das Bedürfnis, das zu tun. Deswegen ist es halt auch so, wie es ist. Und da ich jetzt eben noch nicht über die Bücher aus dem Mai gesprochen hatte und ich da aber ein paar Bücher gelesen habe, also ich habe ja 8 beendete Bücher, wobei da auch Hörbücher dabei waren, dachte ich, wie habe ich den Satz nochmal angefangen? Jedenfalls sprechen wir über die Bücher. Es waren ein paar echt gute Bücher dabei. Ich habe jetzt wieder gemerkt, irgendwie aktuell geht es mir so, entweder lese ich ein Buch wirklich so wochenlang, oder so in 2-3 Tagen. Und dann gibt es noch so das Mittelding, das sind dann Hörbücher, wo ich so 1-2 Wochen für brauche. Aber ich weiß nicht, so mein Leseverhalten momentan ist echt komisch. Aber egal, wir fangen jetzt einfach mal an mit... Ich habe echt viele von den Büchern hier, fällt mir auf. Ich kann euch ganze 4 der Bücher zeigen, das ist cool. Fangen wir mal mit dem ersten an. Ich habe den Pride Month nämlich quasi ein bisschen früher eingeläutet. Ich habe ein paar Bücher gelesen, die ich eigentlich erst für den Juni geplant habe. Jetzt im Juni lese ich auch einiges Queeres, also keine Sorge, der Juni wird auch bunt. Aber zum Beispiel dieses Buch, da hatte ich mir überlegt, ob ich das mir bis zum Juni aufhebe, habe mich dann aber dagegen entschieden und habe das dann ja so in 2 Tagen, glaube ich, gelesen. Und zwar Und ich leuchte mit den Wolken von Sophie Bichon. Darin geht es um Lilou, die nach Paris fährt. Sie weiß, dass ihre Mutter aus Paris kommt. Ihre Mutter hat die Familie jedoch verlassen, als sie jung war. Und ja, hat sonst eben mit ihrem Vater in Deutschland gelebt. Und sie weiß jetzt nicht, möchte sie ihre Mutter finden, möchte sie einfach was über ihre Herkunft so ein bisschen rausfinden. Jedenfalls reist sie nach Paris, um da das Jahr nach ihrem Abi zu verbringen. Und im Zug sitzt sie dann gegenüber von Mignon. Das fällt sie aber erst später raus, wer das ist. Jedenfalls eine junge Frau, die sie direkt sehr attraktiv, anziehend, interessant findet. Und ja, die beiden sprechen dann da eben und treffen sich dann kurz darauf, wie der Zufall das will, wieder. Und das Buch erzählt dann eben eine Liebesgeschichte in Paris. Es geht um Selbstfindung, Selbstakzeptanz. Also Lilou ist pansexuell, glaube ich. Wenn ich mich richtig daran erinnere. Und sie ist auch geoutet und alles. Und für Mignon ist es das erste Mal, dass sie sich in eine andere Frau verliebt. Und also das Buch hat mich so richtig wünschen lassen, dass ich jetzt in Paris wäre. Ergibt dieser Satz Sinn. Jedenfalls wäre ich gerne in Paris gewesen, als ich dieses Buch gelesen habe. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich mir immer noch, ich wäre jetzt gerne in Paris. Und also diese Stimmung, das ist einfach total toll. Auch die Freundesgruppe um Mignon und Lilou und die Person, die Lilou eben in Paris kennenlernt. Das waren total coole, interessante Menschen. Und das Buch ist auf jeden Fall so ein bisschen, ja, es passt zu dieser Stadt. Es ist so ein bisschen poetisch. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also bin ich jetzt generell eher nicht so der allergrößte Fan von. Also eigentlich mag ich einen klaren, einfachen Schreibstil lieber in der Regel. Aber hier hat es mir auf jeden Fall gut gefallen. Und das war einfach schön. Also es hat einfach Spaß gemacht, es war einfach schön. Die beiden sind tolle Charaktere und kann ich also auf jeden Fall weiterempfehlen. Im zweiten Band aus dieser Reihe treffen wir dann einen Charakter wieder, den man ganz kurz hier kennengelernt hat, aber quasi wirklich nur so innerhalb von 2-3 Seiten. Und das ist dann eine Liebesgeschichte zwischen 2 Jungs. Und im dritten Band geht es dann um eine polyamoröse Beziehung, wo ich auch schon sehr gespannt drauf bin. Und Band 1 hier kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich zeige euch die Bücher jetzt nicht in der Reihenfolge, in der ich sie gelesen habe, aber wir machen einfach mal mit einem anderen New Adult Roman weiter, der wirklich sehr gehypt wurde und ich kann es echt verstehen. Also es ist schon länger her, dass ich so ein New Adult Roman gelesen habe, bei dem es um eine heterosexuelle Beziehung geht und einfach einen von diesen Lux-Nedat-Romanen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Aber ich habe mich jetzt wieder an einen gewagt. Das Buch habe ich letztes Jahr geschenkt bekommen, mir gewünscht und habe mich sehr darüber gefreut.
Und habe es jetzt auch sehr gern gelesen. Und zwar Bad at Love von Morgan Moncomble oder so. Hierin geht es um Azalee und ihre Mutter ist gestorben, weshalb sie in den Ort, in die Stadt zurückkehrt, aus der sie ursprünglich stammt. Das klingt jetzt erstmal sehr 0815. Also sie wäre eigentlich am liebsten nie mehr in diesen Ort zurückgekehrt, aber sie fährt dann da eben hin und ist dann in dem Haus und möchte das verkaufen, also das Haus ihrer Mutter, das Haus ihrer Kindheit. Und dort lernt sie ihren neuen Nachbarn kennen, Eden. Er ist sexy, geheimnisvoll und auch wenn sie sich geschworen hat, niemals Gefühle für einen Mann zu entwickeln, berührt er sie auf eine Weise, die ihre Welt mit jedem Tag ein bisschen mehr ins Wanken bringt. Ja. Also ich glaube, wenn ich diesen Klappentext gelesen hätte, hätte ich das Buch ganz schnell wieder ins Regal zurückgestellt. Aber ich hatte eben gehört, dass Azalee generell ein feministischer Neodalt-Roman so ein bisschen ist. Und Azalee hat nämlich einen Podcast, in dem es eben so um Feminismus geht. Und ich fand es echt cool, weil an der einen oder anderen Stelle sie auch mal Charaktere zurechtweist aufgrund von Dingen, die sie sagen. Und sie auch mit einem Kind, was in dem Buch vorkommt, echt so Gespräche über Feminismus dann irgendwie hat. Und das hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Und insgesamt mochte ich die Geschichte auf jeden Fall ganz gerne. Also wir hatten hier auch wieder interessante Charaktere, sowohl Azalee als auch Eden, als auch eben die Nebencharaktere, die Freundinnen. Also ja, es war auf jeden Fall ein unterhaltsamer Roman, der Spaß gemacht hat. Bisschen Klischee war natürlich auch dabei. Das hat mich jetzt auch nicht so gestört. Also ich habe es auf jeden Fall gern gelesen und es hat mir Spaß gemacht. Und ich habe das auch in kurzer Zeit gelesen, wie ich schon erwähnt hatte. Wenn mich Bücher dann packen, dann lese ich die auch so in 2, 3, 4 Tagen. Und ich muss sagen, das ist jetzt erst 1,5 Monate her oder so, dass ich es gelesen habe. Aber so zu 100%, zu 100.000% erinnere ich mich schon nicht mehr dran. Aber mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Ja. Machen wir mal weiter mit einem Klassiker. Disclaimer, Rezensionsexemplar. Und zwar habe ich gelesen Farm der Tiere von George Orwell. Ich habe letztes Jahr ja 1984 gelesen, was ich sehr gerne mochte. Und dann gibt es jetzt diese total coolen neuen Ausgaben aus dem Manesse Verlag. Und dann habe ich dieses Buch hier zugeschickt bekommen. Und das sieht echt cool aus. Auch hier so die Augen leuchten, so seht ihr das? Also nicht die leuchten, die schimmern so. Und habe jetzt auf jeden Fall dieses Buch gelesen. In Farm der Tiere geht es um eine Farm in England, auf der sich quasi die Tiere selbstständig machen. Und sich gegen den, an dem die Farm gehört, den Landwirt, ich weiß gar nicht, wie der hier genannt wird, gegen ihn auf. Mir fallen keine Worte ein. Jedenfalls rebellieren sie dann. Und es soll quasi so ein Kommunismus im Bauernhof entstehen, dass alle Tiere haben die gleichen Rechte und jeder arbeitet und werden auch Regeln aufgestellt, von wegen jedes Tier ist gleich viel wert und der Mensch ist nichts wert. Und mit der Zeit entwickelt sich das dann aber in eine eher weniger kommunistische Richtung. Und es ist halt so eine sehr reelle Geschichte. Also es ist ja eigentlich eine total menschliche Geschichte, also die Situation, die hier so beschrieben wird, aber eben auf Tiere übertragen. Und es war echt interessant. Und das war jetzt alles andere als überraschend oder schockierend. Also ich kannte die Geschichte vorher auch nicht, aber man konnte sich da sehr schnell denken, in was für eine Richtung das geht. Aber ich fand es super interessant zu lesen. Und hat mir nicht ganz so gut gefallen wie 1984, aber fand ich trotzdem echt, echt gut und kann ich weiterempfehlen. Dann machen wir weiter mit einem Buch, was ich rereadet habe. Also ich hatte das zum ersten Mal gelesen vor ziemlich genau 2 Jahren. Und wenn ich es nur sehe, dann werde ich glücklich. Und das war damals ein absolutes Highlight und ist es auf jeden Fall immer noch. Und zwar Red, White und Royal Bloom. Das war eine ganz lustige Geschichte. Es war auf jeden Fall ein Donnerstag. Ich weiß gerade nicht welcher. Es war ein Donnerstag im Mai. Und ich dachte mir morgens, oh je, ich hätte Lust, Red, White und Royal Blue zu lesen. Und fange es an zu lesen. Und meine beste Freundin, mit der ich sehr viele Sprachnachrichten, also wir schicken uns immer sehr viele Sprachnachrichten, jedenfalls erzählt sie mir dann irgendwann, ja, sie hat jetzt heute beschlossen, Red, White, Royal Blue nochmal zu lesen. Und tatsächlich haben wir dann am selben Tag dieses Buch nochmal gelesen. Ich habe es dann auch in einem Tag tatsächlich fertig gelesen und quasi einen Tag Unipause gemacht.
Aber ja, also, wenn ihr noch nicht wisst, worum es geht, das Buch gibt es übrigens auch auf Deutsch, da heißt es auch nur Royal Blue. Hierin geht es um Alex. Er ist der Sohn der ersten weiblichen US-amerikanischen Präsidentin und einen Prinz von England, Henry. Also seine Oma ist die Queen. Und die beiden können sich gar nicht leiden, beziehungsweise Alex kann Henry nicht leiden. Das ist quasi aus Alex' Perspektive geschrieben und er mag Henry gar nicht. Und dann kommt es aber zu so einem kleinen Unfall und damit jetzt die Beziehung zwischen den Ländern nicht komplett unter diesen, ich will jetzt nicht sagen Streitereien, aber zwischen dieser Beziehung zwischen diesen beiden, ja, jungen Männern leidet, sollen die beiden so tun, als wären sie beste Freunde und fangen dann so eine Fake-Freundschaft an. Und ja, irgendwann entwickelt sich dann da auch mehr. Also das Buch vereint ja eigentlich alles, was ich mag. Eine queere Beziehung, also queere Charaktere. Royals liebe ich sowieso. Eine total tolle Freundschaftsgruppe. Wer schreibt sie? Das ist so ein. Ich weiß, dass manche den Schreibstil auch gar nicht mögen, aber ich mag ihn total. Der ist echt so immer unterschwellig lustig. Und ja, also ganz große Liebe dieses Buch. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Ich lese aktuell auch das neueste Buch von Casey McQuiston schon. Und ja, aber das war ein Highlight und es hat mir sehr viel Freude gemacht, das ein zweites Mal zu lesen. Außerdem habe ich dann in diesem Monat ein Buch beendet, was ich halt jetzt schon so über ein paar Monate gelesen habe tatsächlich. Was nicht daran lag, dass es mir nicht gefallen hat, aber ich habe nicht so oft dazu gegriffen. Und zwar Die Kathedrale des Meeres. Leider weiß ich gerade den Namen des Autors nicht, aber ihr seht es ja hier. Ich blende es euch hier irgendwo ein. Das Buch hat mir meine Mitbewohnerin ausgeliehen, weil sie es sehr gern mag, mochte. Und auch mir hat es echt richtig gut gefallen. Das spielt im 14. oder 15. Jahrhundert. In Spanien und wir verfolgen die Geschichte eines Jungen, eines Mannes. Also das Buch fängt quasi an, als er auf die Welt kommt und er flieht dann quasi mit seinem Vater in die Stadt nach Barcelona, damit die beiden frei werden. Ich weiß gerade nicht, wie man das nennt, mir fehlt das Vokabular. Jedenfalls leben sie da in dieser Stadt, so halb illegal am Anfang, also eigentlich komplett illegal. Und ja, dann verfolgen wir ihn eben bis, also sein ganzes Leben lang. Und es geht eben unter anderem um den Bau dieser Kirche, der Kathedrale des Meeres, aber ja auch generell so um sein Leben, um die Beziehung zu seinem Vater, um seine Ehe, Liebesbeziehungen. Es gibt auch Kriege. Es ist halt ein historischer Roman auf jeden Fall. Man kriegt sehr viel von dem außenrum mit, also was da eben zu dieser Zeit in Spanien, in Barcelona passiert. Und ja, bei diesen Szenen, wo es dann eben mal so ein bisschen um Kriege und historischen Hintergrund geht, hat es mich manchmal verloren. Also so 14. bis 15. Jahrhundert Spanien ist jetzt nicht so meine allerliebste Zeit. Also es gibt historische Kontexte, über die ich einfach lieber lese. Aber ja, es war ein total spannendes Buch, was mich auch so richtig eingenommen hat. Auch das hat echt die Stimmung sehr gut rübergebracht. Also manchmal fand ich es interessant, was für Wörter benutzt wurden, wo ich so dachte, okay, das sind sicherlich Wörter, die man nicht damals benutzt hat, wobei ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht an der Übersetzung lag. Also waren so zwei, drei, vier Begriffe. Aber ja, auf jeden Fall insgesamt ein beeindruckendes, gutes Buch. Und wenn ihr mal Zeit habt und euch für sowas Zeit nehmen möchtet, dann kann ich es euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja, es ist tatsächlich, es sah super dick aus. Es hat, glaube ich, so 600, 650 Seiten, was jetzt auch nicht so dünn ist, aber als ich es gesehen habe, dachte ich erstmal so, wow, 1000 Seiten. So dick ist es nicht, aber auf jeden Fall schon einige Seiten, aber die lohnen sich definitiv auch. Das zweite Buch, was ich dann eigentlich auf jeden Fall im Juni lesen wollte, ist dann so kurz, also so Ende Mai bei mir angekommen schon. Und dann habe ich es direkt gelesen, innerhalb von 1,5 Tagen. Ihr kennt's. Und zwar Can't Take That Away von Steven Salvatore. In dem Buch geht es um Carrie und Carrie möchte bei dem Schulmusical bei Wicked eine weibliche Hauptrolle spielen. Und Carrie ist genderqueer. Das Buch ist auch so, also am Anfang von jedem Kapitel stehen die jeweiligen Pronomen, die Carrie zu dem Zeitpunkt an dem Tag benutzt. Also they, he oder she. Und ja, Carrie wird in der Regel als männlich gelesen, was dann dazu führt, dass verschiedene Personen an der Schule bzw. Eltern Probleme damit haben, dass Carrie diese Hauptperson, diese weibliche Hauptperson spielen möchte.
Und ja, darum geht es eben. Es gibt auch eine Liebesgeschichte, es geht um Freundschaft. Also es ist auf jeden Fall ein schönes Buch, ein unterhaltsames, wichtiges Buch, also eben wichtige Repräsentation. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich ein Buch gelesen habe, in dem eine genderqueere Person vorkommt oder ja, nicht nur eine kleine Nebenrolle vielleicht hat. Und das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich mochte auch die Liebesgeschichte. Ich mochte eben den Aspekt mit dem Musical, auch wenn ich Wicked jetzt nicht so gut kenne als Musical, aber ja, das hat jetzt auch nicht gestört. Es geht auf jeden Fall auch um Familie. Carries Großmutter ist sehr dement. Ich glaube, sie ist dement. Und ja, also hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Habe ich, wie gesagt, auch in kürzester Zeit gelesen und kann ich definitiv auch weiterempfehlen. Und last but not least habe ich dann noch zwei Hörbücher gehört. Da gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Ich möchte Bücher eigentlich nicht so als Trash oder so bezeichnen, aber das war es schon so ein bisschen für mich. Ich habe letzten Monat bzw. letzte Zeit generell schlecht geschlafen, habe dann öfter mal nachts wach gelegen und dann einfach so nachts um 2 beschlossen, oh, ich würde gerne ein bisschen Hörbuch hören. Und dann habe ich Burn Zone und High Heat gelesen. Ich weiß schon wieder nicht, wie die Autorin heißt, aber seht ihr hier auf jeden Fall auf dem Cover. In beiden Büchern geht es so um Smoke Jumper, also die. Ich weiß, habe nicht so ganz verstanden, was die machen. Ich habe es auch mal gegoogelt, aber ich habe schon wieder ein bisschen vergessen. Und zwar, ja, sind die, also gehören die quasi zur Feuerwehr und wenn es halt so Waldbrände und sowas gibt, sind die quasi direkt an der Quelle und löschen das Feuer. Oder ich glaube, die fällen auch irgendwie Bäume, damit sich das Feuer nicht weiter ausbreitet. Ach, ich weiß nicht so genau. Jedenfalls sowas. Und genau, also im ersten Band geht es quasi um den Protagonisten und dessen. Den Bruder seines besten Freundes und die haben auch so einen Altersunterschied von so 15 Jahren oder so, glaube ich. Und der Jüngere fängt jetzt eben gerade auch an, also will jetzt auch Smokejumper werden. Und im zweiten Band geht es dann quasi um einen Kollegen, einen Freund, der einen schweren Unfall hatte im ersten Band und dann einen, auch so einen Typ, den Enkel seiner Nachbarin, glaube ich. Und ja, es ist so sehr sexy, hot. Steamy und ich habe die Bücher echt schon wieder so ein bisschen aus meinem Kopf verdrängt. Ich wollte euch erzählen, dass ich so Hörbücher gehört habe, aber ja, genau, müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden. War so unterhaltsam, dass ich nachts nicht schlafen konnte, aber wie gesagt, also das ist irgendwie so ein bisschen hier rein und da wieder rausgegangen. Also viel mehr kann ich euch jetzt auch nicht drüber erzählen, außer dass es ganz unterhaltsam, ein bisschen arg cringe war, aber. Gut, so ist das. Und damit wären wir am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, vielleicht was ihr in letzter Zeit so gelesen habt. Vielleicht habt ihr eines der Bücher schon gelesen, ja, die ich jetzt gelesen habe. Was möchtet ihr in nächster Zeit lesen? Schreibt mir eure Buchempfehlung. Ich freue mich aber mega über einen Kommentar. Ich weiß, ich war jetzt länger mal wieder nicht da. Ich hoffe, das nächste Video dauert dann nicht wieder irgendwie 3 Wochen. Aber ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns nicht allzu bald. Nee, nicht allzu bald ist falsch. Ich wollte sagen, ich hoffe, es ist nicht so lang hin, bis wir uns wiedersehen. Und ja, macht's gut. Tschüss.